Willkommen zurück zu Shovel Knight. Bei einem Endgegner, wie es aussieht, bei einem Boss. Oje, wie mache ich ihm den Schaden? Vielleicht damit? Nein, was? Nein, damit. Hä? Kann ich ihm da bitte Schaden zufügen? Wie kann ich dem Schaden zufügen? Ich möchte ihm Schaden zufügen. Warum geht das nicht? Ich krieg selber Schaden, wenn ich drauf. Wie dumm ist das? Das einsammeln? Oder was ist das? Ah, das macht Schaden. Aber nur wenn ich schaufle? Wie dumm ist das denn? Warum kann ich da nicht einfach drauf hüpfen? Wahrscheinlich, weil die Truhe das von oben abschottet. Gehst du weg? Füg mir doch Schaden zu, ey. Ah, geht doch. Hier ist meine Truhe. Der schon wieder. Christian, die Aale leben. So eine Trip hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, mir wird schlecht. Egal, ich habe hier wieder ein geniales Angebot für dich. Willst du mal sehen? Ja. Ein Wurfanker, ein unaufhaltsamer Halbmond der Zerstörung. Danke für das Angebot, aber... ich kann mir das nicht leisten. Und hier ist der nächste Checkpoint. Wer sagt's denn? Ah, Heilung. Sehr gut. Genau das, was ich brauche. Drüben habe ich doch gerade noch was gesehen, nämlich... na, komm schon. Das da. Das Problem ist, ich kann nicht ganz oben von der Leiter abspringen, warum auch immer. Funktioniert nicht. Wow! Gehst du wieder weg? Ich glaube, du bleibst, ne? Dich hätte ich gerne für den... okay, für den Hinweg. Was soll's. So, dann machen wir das mal so. Ah, guck mal, für den Rückweg habe ich da oben eine Plattform. Ein Notenblatt. Yay. Was? Ich bin doch gesprungen. Was soll das? Ich bin doch gesprungen. Ah, dieses Wasserlevel. Die Steuerung unter Wasser ist nicht gerade einfach. Das macht mich noch fertig. Da ist ja einer, der darüber schwimmt. Tschüss. Warte mal, ich mach das jetzt mal so. Haha. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, komm ich so wieder zurück? Ja, bestimmt. Kann ich dich rüberlocken? Na, bleibst du? Sag mal. Was ist das denn hier? Ah, funktioniert doch. Ah, sehr gut. Das fährt sogar komplett durch. Coole Sache. Diese Art von Plattform wird uns, glaube ich, noch öfter begegnen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie so ein cooles Element einfach nur einmal bringen. Die Entwickler dieses großartigen Spiels. Naja. Großartig. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ob ich auf Stacheln laufen kann. Nämlich mit diesem Unverwundbarkeits-Amulett. Ach, da kommt sogar noch ein neues immer. Und, au! Au! Die Explosion tut weh! Hau ich halt gleich noch. Wow, was? Warte ich halt hier drunter. Mir doch egal. So, was muss ich hier machen? Ich hätte gerne... dieses Geld hier oben.
Genau. Dann würde ich gerne da hoch. Ja, das war ja einfach. Ah, ein Wurfanker. Moment, aber ich habe doch... Nein, ich habe keinen. Mist. Aber ich habe diese Teile hier, die halt leider völlig nichts bringen. So irgendwie gar nichts bringen, oder? Verschwinde er. So verschwinde er. Ah, ich kann nicht von hinten treffen. Aha. Schade, jetzt habe ich das ganze Geld nicht gekriegt. Mist. Wie funktioniert das hier? Ich schätze mal so. Ja, das geht schon. Das passt schon. Und da ist auch schon der nächste Checkpoint. Okay. Ein Anker. Oh, noch so ein Viech. Du? Ja. Blöde Steuerung. Blödes Gamepad. Ah. Voll die... Oh, die machen Schaden. Wusste ich gar nicht. Ey, danke, Lieb. Mein Geld. Ja, ja, die machen Schaden. Ich weiß. Habe ich gerade auch wieder rausgefunden. Ja. Sag mal. Blöd bin ich denn. Da kann ich doch hoch, ne? Natürlich kann ich da hoch. Uah! Hab ich dir erlaubt, mir Schaden zu machen mit deinem dämlichen Wurfacker? Nein, also tu's nicht. So, wow, ich bin fast tot. Oh, ah, da oben geht's weiter. Ah, wie komme ich da jetzt hin? Klappt es noch? Nein, ach nö. Ach nö. Wie komme ich da hin? Na, so wie es aussieht, bin ich eh fast tot. Okay, gleich nicht mehr. Was passiert denn mit diesen unverwundbaren Teilen, wenn ich sie auf den Boden hole? Ah ja, dann habe ich einfach Panzer. Okay, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte Panzer. Aber hier habe ich doch gleich... Oh, es kommt schon runter, Mann. Den da nicht. Da drüben geht's weiter. Geht's nur hier drüben weiter? Kann ich eigentlich auch diese Viecher umbringen? Nein. Ah, diese Räder kann ich, ne? Und so. Wisst ihr Bescheid? Das hier machen. Aber ich dachte, dass es eine kurze Verzögerung gibt. Will ich das Geld für ein bisschen Mana? Ja. Und hier ist der nächste Checkpoint. Ich vermute mal, hier kommt jetzt gleich der... Ja, der Endgegner. Treasure Knight, mein Juwel, mein Schiff, mein Ozean. Schon deine Anwesenheit entweiht diesen Ort. Du willst das Meer selbst für dich beanspruchen? Deine Gier kennt keine Grenzen, Treasure Knight. Deine Hände sind nicht weniger besudelt. Gerade jetzt bezahlen andere den Preis deiner Habgier. Lasst uns kämpfen. Der Sieger bekommt alles. Sieger bekommt alles. Finde ich gut. Gerne. Wow, was tust du da? Ach, das geht auch nach oben. Aber dem kann ich gut Schaden machen. Mit diesen Wellen. Im Gegensatz zu dem anderen... Wow, was ist das denn? Einfach weil der... Wow, was? Was? Was ist das denn? Was? Ach, siehst du mal. Ich wollte gerade sagen, weil er halt nicht so gut ausweicht wie der Typ, den ich... Der Bass, den ich in der letzten Folge besiegt habe. Der ist ja ständig hochgesprungen, hat sich oben hin und her geschwungen und so. Und der bleibt einfach größtenteils auf dem Boden hier. Finde ich gut. Da sind diese Bälle definitiv stärker als die Feuerbälle. Und dann sind sie auch das bisschen mehr Mana wert. Aber jetzt erstmal die wohlverdiente Nachtruhe für unseren Shovel Knight, für unseren Helden.
Yay! Wieder wach. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Und ich bin so reich. Ich habe ja schließlich auch den Treasure Knight besiegt. Im Eisenwal. Und da ist die verlorene Stadt mit dem Mole Knight. Hier haben wir die Halle der Helden. Ein versperrtes Tor, für das ich Mole Knight besiegen muss. Dann würde ich doch mal hier noch einen kleinen Blick reinwerfen. Was haben wir denn hier? Ein Ticketverkäufer. Dies ist die Halle der Helden, ein lebendes Monument für die Gründer dieses großen Landes. Eintritt für eine Person, das macht 5000 Gold, bitte. Niemals. Ja, nun, ich verstehe, die Kunst kann nicht erwarten, vom Pöbel unterstützt zu werden. Was heißt hier Pöbel? Ich bin Ritter. 5000 Gold für die Halle der Helden. Ach, was soll's. Wunderbar, zweifellos ein Kunstkenner. Viel Spaß bei deinem Besuch. Bisher hat sich das ja immer gelungen, in diesem Spiel Geld auszugeben. Gast Arr, hier spukt's. Geister spuken in diesen Hallen und wir sind alle hier gefangen. Auch du, hahaha. Also, willst du was dagegen unternehmen? Ja klar. Ich bin ja schließlich ein Ritter und ein Held, nicht wahr? Hey, Geld. Hey, noch mehr Geld. Okay, ist das so eine Art Geisterhaus? Kann ich das einsammeln oder macht es Schaden? Was? Was ist das denn? Ah, damit kann ich die Geister besiegen. Wow, finde ich gut. Da muss ich mal eben husten. Ah, wie kriege ich die jetzt da hoch? Na, so jedenfalls nicht. So auch nicht. Komm schon. Geht doch. Ah, und auch wenn ich drauf springe. Sendet sie. Ach, da ist noch eine zweite Sphäre. Haha, wie unnötig. Wie unnötig, mein Stress gerade. Moment, aber ich brauche den Geist, um da... Ich brauche doch den Geist bestimmt, um da rüber zu kommen, oder sogar alle beide. Zumindest einen hätte ich gerne. Um da hochzukommen an diese Schätze. Ah, das funktioniert nicht. Kann ich wenigstens die... Achso, ja, ich kann ja von der Kugel abspringen, natürlich. Ah, und jetzt ist hier wieder hell. Kann ich die mitnehmen, die Kugel? Nein, kann ich nicht. Gast, ich kann nicht glauben, dass ich mein ganzes Geld dafür gespart habe. Ja, ich glaub's gerade auch nicht irgendwie. Gast, auf meinen Reisen habe ich gelernt, dass Geister das Licht hassen. Jetzt weißt du das auch. Woher weiß ich das genau? Hätte ich davor nicht einfach hochklettern können? Ohne links in die Halle mit den Sphären zu gehen. Ah, kann ich durch. Nimm das Licht, du böser Geist. Auf dass ich dich besiegen werde. Na, komm her, hab ich dich. Sehr gut. Zwei Räume gesäubert von Geistern. Und da ist der dritte. Der dritte Raum, nicht der dritte Geist. Wow, was? Was? Warum ist das? Das ist ja Unsinn. Komm her. Hey, da ist eine Sphäre. Wer hat gefälligst getroffen davon? Ach, die Sphäre selber macht gar keinen Schaden, nur die Schüsse. Oder wie? Ja, sieht ganz so aus. Okay, dann mache ich immer Folgendes. Das hier nämlich. Sag mal! Ist blöd, oder was? Wie kann ich denen den Schaden zufügen? Muss ich sie über ihn schaufeln, vielleicht? So. Ja, genau so. Ah,
das war ja auch zu einfach. Die beiden schmalen sind durchlässig. Gut. Hier war der Schmal auch wieder durchlässig. Hey, alles geschafft? Oder? Habe ich jetzt nicht alles schon geschafft? Ich wüsste zumindest nicht, wo ich weitermachen könnte. Moment. Ne, hier bin ich fertig. Ah, natürlich geht's da unten rechts noch weiter. Ja, genau. Oder nicht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Warum geht's da nicht weiter? Hab ich irgendwas übersehen? Verstehe ich nicht. Warum sind die jetzt wieder hier? Die hab ich doch besiegt. Ach nee, richtig. Die hier habe ich noch gar nicht besiegt. Genau. Da bin ich am Anfang ja einfach nur durchgelaufen. Jetzt habe ich alle besiegt. Sehe ich das richtig, dass da oben eine Ecke ist, die ich abbauen kann? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal eben aus. Ach oje, und die Folge ist schon wieder viel zu lang. Na, nein! Da lang. Genau. Nein, kann ich nicht. Okay. Was? Ganz viele Geister auf einmal. Ah, ein großer Geist. Na, komm her, Kleiner. Ja, das klappt ja wunderbar. Sag mal. Ah, so geht das, okay. Das Schöne ist, so habe ich gleich beides fern. Wow, was? Was ist das denn für ein Gegner? Den kann ich ihn so zweimal treffen, ne? Das war, glaube ich, sogar mehrfach. Das waren da wohl gerade zwei Illusionen, ne? Komm her. Na, komm schon. Aber jetzt zu hoch. Ah, was? Was tut der da? Moment, ich muss mal hier eben meinen Heiltrank einsetzen. Wieder da. Wow, was ist das? Das sieht tödlich aus. Ja, ich kann diese Viecher auch nicht besiegen. Na, komm schon. Ein noch. Ein Treffer noch. Geht doch. So, das war doch jetzt ganz schön anstrengend. Und ich habe 6000 Gold gekriegt. Das heißt, ich habe meine 5000 vom Anfang sogar wieder raus. Yeah! Held, vielen, vielen Dank, dass du uns vor den Geistern gerettet hast. Wie, das wusstest du? Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Wie gedankenlos von mir, dir nicht zu sagen, dass es da spukt. Ja, du blöde Kuh. Allerdings geht man dieses Risiko ein, wenn man die Katze im Sack kauft. Bitte lass mich dich für deinen ritterlichen Mut belohnen. Ui, 50 Gold. Yay, ich bin der Hallen-Champion. Bitte komm jederzeit wieder, um die Sammlung erneut zu genießen. Ach so, jetzt kann ich mir die hier anschauen, oder was? Na denn. Ah, gut. Die Folge ist, wie gesagt, schon viel zu lang. Und deswegen beende ich diese jetzt und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss.